Und ich kündige euch den ersten Redner an, der ganz weit aus Hamburg heute Morgen losgefahren ist und nur wegen uns hierher gekommen ist. 500 Kilometer, Dr. Walter Weber. Er ist Internist in Hamburg und beschäftigt sich vorwiegend mit Psychosomatik und Krebsbehandlungen, mit Onkologie. Er hat ein Konzept und das lautet: so viel Medizin von außen wie nötig, also durch Therapeuten, durch Ärzte, aber so viel Medizin von innen wie nur irgend möglich. Und hier ist Dr. Walter Weber. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, liebe Freunde, ist laut gestellt. Im Allgemeinen fange ich meine Reden an mit Hallo Langen. Und so auch heute. Meine Damen und Herren, seit 2 Jahren sind wir in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Das ist das Narrativ, das tatsächlich mehr als 60% unserer Menschen glauben, dass die Justiz glaubt, dass die umsetzenden Gesundheitsämter, Polizisten, Ordnungsämter, Schulleiter, Lehrer glauben. Die schlimmste Pandemie aller Zeiten. Als vor 2 Jahren die Maskenpflicht eingeführt wurde, habe ich einmal nachgeschaut, weil mir erschien, die Agenda in der ganzen Welt sehr gleichförmig, sodass aus meiner Sicht eine Agenda dahinter stecken musste und ich habe sie ausfindig gemacht. Sie stammt aus dem Jahre 2005 von Glenn Novak. Das ist der PR-Direktor oder war damals der PR-Direktor von der CDC, der einen Vortrag gehalten hat, wie man Impfungen besser verkauft. Und zwar, der Tenor seiner Rede ist: mit Angst, Panik und Einschüchterung. Kennen wir das? Er hat damals eine Agenda von 7 Schritten aufgestellt. Ich habe mir das Buch aus Amerika kommen lassen, es gibt es nur in Englisch. Der erste Schritt ist: ein Schurke betritt die Bühne, ein Killer-Virus. Ich höre noch Herrn Drosten, wie er sagt, es ist schlimm, ganz schlimm. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe noch gedacht, der arme Mann braucht einen guten Psychotherapeuten. Der zweite Schritt war, namhafte Gelehrte in allen Ländern. Ich meine, eine unglaubliche Agenda steckt dahinter, es ist eine unglaubliche Arbeit. Man muss auch sagen, wirklich eine brillante Arbeit steckt dahinter. Der zweite Schritt ist, namhafte Gelehrte in den einzelnen Ländern, bei uns viele und Drosten, versichern uns, dass es schlimm wird, ganz schlimm wird. Ich glaube, Drosten hat von 1,5 Millionen Toten gesprochen, die zu erwarten sind. Der dritte Schritt ist, dass Wissenschaftsjournalisten die Themen aufgreifen, also Taz, Faz, Süddeutsche, Spiegel, Zeit und so weiter. Der vierte Schritt, und das haben sie besser gemacht als bei der Schweinegrippe, Bilder. Alle erinnern sich an die Bilder aus Bergamo. Und erst später stellte sich heraus, dass das Fake-Bilder war, die 5 Jahre alt war und aus Lampedusa stammten. Alle erinnern wir uns an die abtransportierten Säge. Und es war etwas ganz anderes als das, was berichtet wurde. Der 5. und 6. Schritt entstammt dem Buch Propaganda von Bernays. Das ist Dramatisieren und Wiederholen. Und das erleben wir jeden Tag. Dramatisieren und Wiederholen. Man muss nur Fernsehen oder Rundfunk anschalten. 47 Neuinfektionen in Hintertupfingen. 1200
Neuinfektionen hier und da. Die Zahl der Toten steigt. Und das mit einem PCR-Test, der wissenschaftlich nichts taugt. Das, was uns geliefert wird, sind positive PCR-Tests und keine Infektion. Das ist wissenschaftlich inzwischen erwiesen. Wann sagen uns das mal die nationalen Gelehrten? Und der siebte Schritt, und das hat er wörtlich geschrieben, ist das Auftreten des Weißen Ritters. The White Knight appears. Und The White Knight ist natürlich die Impfung. Und so stehen wir hier vor dem Institut für Sicherheit von Medizintechnik, Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln. Und das Paul-Ehrlich-Institut soll dafür sorgen, dass die Impfsicherheit hergestellt ist. Und zwar soll es dadurch indirekt unsere Gesundheit schützen, dadurch, dass keine Medikamente und Impfstoffe in Handel kommen, die für uns gefährlich sind. Meine Damen und Herren, inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese Impfstoffe für, eigentlich dürfen wir überhaupt gar nicht sagen, Impfstoffe. Es sind genmanipulierte Stoffe, GMOs, die auf uns losgelassen werden, und zwar mit einer Zahl von Nebenwirkungen und Todesfällen, die alle bisherigen Impfungen der letzten 20 Jahre bei weitem übertrifft. Und da, und da erhebt so ein Bundesinstitut wie das Paul-Ehrlich-Institut immer noch nicht seine Stimme, um uns zu schützen. Dieses Paul-Ehrlich-Institut hatte in der Überwachung versagt. Nebenwirkungen gemeldet. Und zwar sollen die Ärzte das melden, und das Ausfüllen eines Meldebogens dauert 30 bis 45 Minuten. Und jetzt soll ein Arzt am Ende seines Tages, wenn er erschöpft ist, diese Bögen ausfüllen. Er bekommt für eine Impfung 28 Euro, am Wochenende 36. Für das Ausfüllen dieser Bögen bekommt er keinen Pfennig. Gleichzeitig hat das Paul-Ehrlich-Institut eine App herausgegeben, das ist die SafeVac-App. Weg für Vakzine. Safe, also sichere Vakzine-App. Und über diese App ist natürlich viel einfacher, irgendwas zu melden. Erfolgen anonymisierte Daten, und die Meldung allein über die SafeVac-App ist um mehr als das Zehnfache größer als die anderen gemeldeten Fälle. Möchten wir gerne haben, und das Paul-Ehrlich-Institut gibt sie nicht raus. Eine Rechtsanwältin aus Hemsbünden, Dr. Franziska Meyer-Hesselbart, hat geklagt, dass die Daten herausgegeben werden.
Und das Paul-Ehrlich-Institut lehnt es ab, weil dann eine Veröffentlichung nicht mehr unvoreingenommen möglich ist. So eine faule Ausrede. Meine Damen und Herren, die als Ärzte arbeiten, erfahren zurzeit, was an Nebenwirkungen läuft. Es ist horrende, es ist schrecklich und die Leute laufen von Arzt zu Arzt. Es ist so, dass die Symptome, die nach dieser Impfung als Nebenwirkung auftreten, bisher kaum bekannt sind. Und Symptome und Syndrome bilden, die wir gar nicht kennen, weil offensichtlich die Spike-Proteine in jedes Organ gehen können und dort Schaden anrichten können, sodass wir eine Vielzahl, ein ganzes Potpourri von Symptomen haben können. Und die Ärzte, insbesondere wenn sie sich nicht speziell damit auseinandergesetzt haben, sich damit nicht auskennen. Ich habe gerade eine Patientin, die schlimme neurologische Nebenwirkungen hatte, Todesängste, Herzbeklemmung und so weiter, die hat ein halbes Jahr gesucht. Die war beim Kieferorthopäden, beim Orthopäden, beim Internisten und ist herumgeirrt, bis sie jemanden getroffen hat, der sich damit auskennte. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen ein kleines Geheimnis verraten, das war ich. Aber sagen Sie es nicht weiter. Das sage ich natürlich in aller Bescheidenheit, ist doch klar. Also, die Leute irren herum und die Ärzte, die zum großen Teil geimpft haben oder beziehungsweise diese Genspritze verabreicht haben, kennen sich nicht damit aus und wehren das ab. Ich meine, das ist ein typisches psychologisches Phänomen der Verdrängung. Wenn ich merke, dass das, was ich meinen Patienten gegeben habe, ihnen nicht gut tut, ja, wie gehe ich damit um? Und darum wird es im Moment verleugnet, nein, mit Impfung hat es nichts zu tun, nein, gehen Sie hier, gehen Sie dorthin, gehen Sie ins Krankenhaus und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, wir klären seit 2 Jahren auf als Ärzte für Aufklärung. Meine Damen und Herren, wann kommt endlich diese ganze Botschaft bei den lieben Kollegen an? Meine Damen und Herren, eine weitere Sache, die eigentlich noch viel schlimmer ist als das, was ich gerade erzählt habe, ist, dass die KV'n und das Paul-Ehrlich-Institut ihre gesetzlich vorgeschriebene Pflicht nicht erfüllt haben, die nach Paragraph 13 Absatz 5 oder umgekehrt. 13 Absatz 5. vorgeschrieben ist. Und zwar müssen. Oh, ist gut, ist okay. Und zwar müssen die KV'n die Nebenwirkungen regelmäßig melden, weil nur dann das Paul-Ehrlich-Institut überprüfen kann, ob ein neu eingeführtes Medikament schädlich ist oder nicht. Und die KV'n haben es bis heute nicht getan. Die kassenärztlichen Vereinigungen haben ihre Pflicht nicht erfüllt bis heute. Genauso wenig hat das Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt und sie ermahnt, dass sie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes diese Daten liefern müssen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat hier seine gesetzliche Pflicht nicht erfüllt. Das möchte ich hier allen Mitarbeitern hier an dieser Stelle einmal sagen. Meine Damen und Herren, ich
frage mich, warum, ich frage mich schon seit 2 Jahren, warum machen so viele diesen ganzen Spuk mit? Und ich bin auf verschiedene Punkte gekommen, die ich Ihnen einmal noch ganz kurz erzählen möchte. Das erste ist Information. Die meisten Leute, einschließlich der Ärzte, sind nicht informiert. Wir hatten damals im April 2020 den Rechtsanwalt Strate bei uns. Und der hat uns erklärt, dass das Infektionsschutzgesetz seit 2012 sukzessive umgebaut wurde, bis es heute das Grundgesetz aushebeln kann, ganz locker. Und wir haben ihn gefragt, ja, und die Juristen? Der hat gesagt, die schlafen. Tut mir leid, die Juristen hätten wir auch an vorderer Front gebraucht. Wir hören ja gleich noch einen Juristen dazu. Der nächste Punkt, der auch zu dem Punkt Information gehört, ist der Punkt Umgang mit Propaganda. Wir haben alle nicht gelernt, mit Propaganda umzugehen. Mit dem Framing. Bei mir, was glauben Sie, was ich geframed werde? Ich bin alles. Ich bin der berüchtigte Arzt aus Hamburg. Ich bin der Verschwörungstheoretiker, der Corona-Leugner, der Impfgegner, der Schwurbler. Jetzt gerade ist im Rahmen meiner Anklage durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wieder eine Welle von wirklich verleumderischen Artikeln gegen mich losgetreten worden. Und der Matthias Burchardt, den der ein oder andere von Ihnen kennt, hat gesagt, der Redakteurin von der Mopo müsste man eigentlich einen hohen Journalistenpreis verleihen für so einen Mist. Der zweite Punkt ist Angst. Mit der Angst hat man alle Leute gekriegt. Oder viele Leute gekriegt. Und zwar die Angst vor diesem Killer-Virus. Und meine Damen und Herren, wir haben hier keinen Killer-Virus am Werk. Wir haben einen saisonal auftretenden Coronavirus, leicht verändert, der Symptome wie eine mittelschwere Grippe macht. Meine Damen und Herren, statt einer Pandemie haben wir eine weltweite PR-Aktion der Pharmazie am Laufen. Das alleine reicht schon, aber noch schlimmer ist, dass unser gesamtes Gesundheitssystem umgebaut werden soll. Bisher sind wir selbstverantwortlich. Wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich überlegen, lege ich mich ins Bett oder gehe ich zum Arzt. Jetzt haben wir unser Impfabo abzuholen. Demnächst wird unsere App läuten, dass die nächste Impfung dran ist. Man versucht wirklich aus der Gesundheitspflege eine Gesundheitsindustrie zu machen. Man versucht uns über den Körper abzuzocken. Meine Damen und Herren, diese sogenannte Impfaktion hat ungefähr bisher 400 Milliarden Euro gekostet. Damit hätte man den gesamten Hunger in dieser Welt besiegen können. Offensichtlich ist das nicht der Wunsch dieser Herrschaft. Und ein dritter Punkt ist der Konformitätsdruck. Dadurch, dass alle das machen, kann es doch nicht falsch sein. Es steht doch überall in allen Tageszeitungen, im Fernsehen und so weiter. Ein Freund von mir, Uli Mies, hat mal gesagt, solange jemand noch ARD guckt, ist er für uns nicht erreichbar. Meine Damen und Herren, am 1. Oktober Am 1. August war ich in Berlin. Da war eine Demo, ich schätze zwischen 800.000 und 1,2 Millionen. Das war durch Luftbildervergleich mit der Love Parade so festgestellt. Und ich habe abends in die Tagesschau geguckt, um mal zu hören, was wird berichtet. Und sie haben von 17.000 Leuten gesprochen. 17.000, das heißt um das 100-fache verschätzt. Nee, danke.
um das Hundertfache verschätzt. Meine Damen und Herren, da wurde mir klar, die lügen ganz einfach. Ich habe seitdem das Fernsehen nicht wieder angestellt. Und ein weiterer Punkt, der uns diesen ganzen Spuk beschert, ist natürlich der Profit. Viele Leute profitieren von dieser sogenannten Pandemie. Ob das nun Labors sind, PCR-Hersteller, Masken etc. pp. Ganz, ganz viele profitieren. Und mir ist dabei klar geworden, dass 60-70% der Menschen korrumpiert sind. Das heißt nicht korrupt sind, korrumpiert sind, in irgendeiner Form abhängig. Ich kann das einem Familienvater mit 2 Kindern nicht übel nehmen, wenn er nicht auf die Straße geht, um seinen Job nicht zu verlieren. Aber das ist genau die Masche, wie Druck ausgeübt wird. Und wir haben jetzt im Rahmen dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht ja auch gemerkt, was dort für einen Druck ausgeübt wird. Meine Damen und Herren, zu den Nebenwirkungen. Wir haben einen Bogen hergestellt, wo wir erste Hilfe leisten können. Sie können mich anmelden, ich schicke das dann zu. Und wir sind dabei, 4 Zentren in Deutschland aufzubauen, um diesen Leuten zu helfen. Und es wird ungefähr noch 2-3 Wochen dauern, dann werden Sie davon hören. Als letztes möchte ich noch unser Großereignis ankündigen. Das ist der 20.8. in Nürnberg zum 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle am 20.8. in Nürnberg sehen, damit wir für die Menschlichkeit einstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Weber. Wir brauchen so mutige Ärzte wie Sie. Er ist übrigens Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung. Und als er gesprochen hat, habe ich mich gefragt, warum gibt es keinen Dialog zwischen den Ärzten für Aufklärung und den Ärzten hier hinter uns? Was ist das für eine mit... Was ist das für eine wissenschaftliche Arroganz, wo es doch um Millionen von Menschen geht? Da muss man diese wissenschaftliche Arroganz ablegen und in einen ehrlichen Dialog treten, denn alles, was die bisher gesagt haben, hat sich bewahrheitet. Außerdem hat er über die Masche geredet, Menschen permanent im Stress, also in Panik zu halten, in Bedrohung. Damit bringt man die Menschen in einen niedrigen Bewusstseinszustand, der mit Stress verbunden ist. Dann sind sie nicht mehr kreativ, dann sind sie absolut manipulierbar. Und das ist die Masche, die wir seit über 2 Jahren hier erleben. Wenn es ein bisschen besser wird, fängt Lauterbach mit einer neuen Panik an. Das ist doch so durchschaubar, ihr Leute. Aber der Dr. Weber hat jetzt noch einen anderen Redner angekündigt, den Herrn Dr. Krohn. Und der hat jetzt mal das Mikrofon, ganz spontan. Und danach hören wir zum Verdauen all dieser Informationen Ernesto. Wollt ihr es so machen? Okay, wir hören. Die Musik kommt zuerst. Alles klar. Okay. So, jetzt ein Lied. Das ist schon etwas über ein Jahr alt, deswegen kommen ein paar alte Figuren drin vor, die jetzt nicht mehr so ganz das Sagen haben, aber trotzdem. Das ist von Luzi Sponheimer. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Ich habe, glaube ich, hier auf der Gitarre noch keinen. Thank you.
Okay. Ja, das reicht, glaube ich, ne? Okay, danke. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Sie machen ihn an jedem Ort. Mit jedem Zyklus, den er dreht, führt er uns von der Wahrheit fort. Der Test mit Namen PCR taugt für die Diagnose nicht. Er wurde von Drosten scharf gestellt und damit führen sie uns hinters Licht. Ba, 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 ba. Dem Test, dem reicht ein Virus nicht. Mit jedem Zyklus wird multipliziert. Er fängt klein an, wächst exponentiell. Bei Zyklus 40 die Billion explodiert. Ein Blinddarm hofft auf guten Schnitt. Darum geht er ins Krankenhaus. Dann ist er eigentlich wieder fit. Doch als Positiver kommt er raus. So drehen die Tester völlig durch. Bald bist du positiv und allein. Wir sagen Stopp, macht endlich Schluss. Und es wird alles so wie früher sein. Badodadamdam, Halbgott Drosten, wir glauben dir besinnungslos. Glauben wir dir, was auch anderen wir kritisieren, wird ignoriert. Wir schwören's dir, Frau Merkel und Klapauterbach, helfen dir beim Schmierenstück. Diese Tränen sollen endlich gehen. Wir sagen ihnen, kommt nie zurück. So, jetzt kommt wieder der Summchor im Hintergrund oder der Backgroundchor. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Es führt ein Test ins Nirgendwo. Dem PCR gab Drosten vor, dass er 45 Zyklen machen muss. Er schafft 35 Billionen Kopien. So ist's nie mehr einsam, das Virus. Dank Drostens Test sind Gesunde krank. Sie fürchten Tests mehr als die Infektion. Und wer dran glaubt, erhält zum Dank nur immer mehr Panik und Depression. Ba, 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 ba. So testen sie in einem Fort. Niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es uns wirklich gar nichts aus, dass unser Glück ein jedes Mal zerbricht. Mit diesen Tests im Nirgendwo fahren sie uns alle an die Wand. Sie machen uns tatsächlich krank. Für Big Pharma das Schlaraffenland. Der Drosten-Test im Nirgendwo, der macht dich wie auch mich allein. Doch wenn wir uns dagegen wehren, werden Betrüger nicht die Sieger sein. Die Halunken in der Regierung, die haben wir satt, bitte glauben mir. Und wenn wir sie vertrieben haben, dann spendiere ich euch allen ein Bier. Oh, Frau Merkel, ich kann's nicht mehr sehen, die laue Wärme in deinem Blick. Schwing endlich die Hufe, es ist Zeit zu gehen und sei dir sicher, es gibt kein Zurück. Merkel und Drosten, wir lassen euch gehen. Söder, Klapauterbach, nehmt bitte mit. Tränen darüber werdet ihr nicht sehen. Wir rufen euch nach, kommt nie zurück. Oh Drosten, dein Test verschwindet. Du mit ihm, nimm die Komplizen mit. Im Nirgendwo sollen auch sie versinken und wir gewinnen unser Leben zurück.